Ja gut, in diesen Zeiten, in diesen Märkten musst du grundsätzlich mit allem rechnen. Also hier ist alles möglich. Man kann von zwei Sichtweisen herangehen. Einerseits von der rein logischen Sichtweise der Wirtschaft, dessen, was man so über Jahrzehnte gelehrt und gelernt hat, wie Wirtschaft funktioniert, wie Zusammenhänge funktionieren. Naja, und dann mit der natürlich emotionalen Seite der Märkte und der Irrationalität, die Märkte auch haben können. Und ja, man kann das nicht immer zwingend übereinbringen. Man kann argumentieren, so und so sind die Zusammenhänge, so müsste es logischerweise für die Börse, aber die Börse verhält sich oftmals auch völlig irrational, zumindest was diese Logik angeht, aber rational, was die Psychologie angeht. Und von daher haben wir also die Situation gehabt, dass wir eine katastrophale Situation für die Wirtschaft gesehen haben und nach wie vor sehen. 60% der Einzelhändler gehen davon aus, dass sie dieses Jahr nicht überleben werden. Das ist ja nun keine Situation, wo man sagt, hey, wunderbare Lage, besser könnte es ja nicht sein, da müssen wir doch mal Höchstkurse bezahlen. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Notenbanken, haben das Geld, haben die Hoffnung, die immer mit einhergeht und eine völlige Veränderung der Welt, wie wir sie bisher kennen. Alles am Ende hat dazu geführt, wir waren immer zwischen Himmel und Hölle. Kann es den Einbruch der Märkte geben. Meistens kommt er dann, wenn man am wenigsten erwartet. Und genauso gab es auch die Variante 2, die wir jetzt auch gesehen haben, dass es auf zu neuen Höchstständen ging. Und beides habe ich im Laufe des letzten Jahres immer wieder kommentiert, gesagt, Achtung, beide Welten sind möglich. Beides ist drin, man muss sich auf beides einstellen und genau das muss man auch tun als Anleger. Man darf sich da nicht zu sehr auf eine Seite festlegen, sondern muss das tun, was der Markt vorgibt, aber eben mit der entsprechenden Vorsicht. Was ist Ihr Blick auf 2021? Der Impfstoff ist ja jetzt da. Können wir damit zurückkehren zu einem normalen Leben und das Schlimmste ist überstanden? Also ich glaube, dass wir dieses normale Leben, so wie wir es kannten, überhaupt nicht mehr sehen werden. Und das ist das, was man auch ganz klar nicht nur zwischen, sondern auf den Zeilen der Politiker, der WHO und vieler anderer momentan lesen kann. Die sagen, das ist das neue Normal. Also das wird nicht wieder so wie früher, sondern die Beschränkungen bleiben. Auch wenn geimpft ist, bleiben die Einschränkungen in vielen Bereichen bestehen. Richtet euch darauf ein. Also das sagen die auch ganz klar. Das Virus wird permanent da sein, es wird immer in Mutationen wieder erscheinen, man wird neue Impfstoffe brauchen, also die Abstandsregeln und viele andere Dinge werden uns erhalten bleiben. Also von daher, zurück zur alten Welt, das wäre schön, aber ich glaube, das ist die geringere Wahrscheinlichkeit, dass wir das erleben. Was die Wirtschaft angeht, auch hier denken wir daran, letztes Jahr erst hieß es, nein, eine zweite Welle gibt es nicht, dann gab es die zweite Welle, dann gab es den zweiten Lockdown. Ich weiß noch, was Spahn, der sagte, nein, den Fehler vom Anfang würde man nicht mehr machen, dass man dann Friseure und Schulen schließen würde. Na, jetzt hat man sie dann doch wieder geschlossen. Also, dann hieß es, das ist jetzt nur, um auf Weihnachten vorzubereiten. Deshalb müssen wir November zumachen, damit wir auf Weihnachten dann auch feiern können. Jetzt hieß es, naja, Moment, das geht auch bis Januar, also nicht zur 10., sondern jetzt bis 31. Naja, und inzwischen ist es wohl, kann man davon ausgehen, nach allem, was wir hören, dass es wohl bis Ostern oder vielleicht sogar Pfingsten gehen wird. Also, die Situation für die Einzelhändler, für die Unternehmen, für die Wirtschaft bleibt katastrophal. Dass das im Moment mit Maßnahmen der besonderen Art überbrückt wird. Das ist ja gut und hilfreich. Aber eins ist klar, hier gehen Millionen Jobs verloren. Diese Leute müssen ja irgendwie künftig auch noch ihre Immobilien bezahlen, ihre Wohnungen bezahlen und ihre sonstige Dinge bezahlen. Kurzarbeitergeld wird es nicht ewig geben und viele andere Dinge mehr. Kurzum, diese schöne neue Welt wird so nicht sein. Die Impfungen werden gemacht, keine Frage. Es wird für viele wieder ein mehr Normalität geben als früher. Aber die Auswirkungen auf die Wirtschaft, die sind noch längst nicht verarbeitet. Und jetzt sehen wir aber an den Börsen, wir sehen bei den institutionellen Anlegern und Analysten eine einstimmige Meinung für die Börsen. Es kann nur nach oben gehen. Also es ist die beste aller Welten. Jetzt kommt Hoffnung auf, der Impfstoff kommt, wir kommen zur Normalität zurück. Es ist viel Geld da und es kann jetzt nur steigen. Die Frage, egal wen man fragt, ist momentan nicht steigt, sondern nur, wie stark steigt es 2021. Das hat durchaus berechtigte Gründe, das zu argumentieren. Nur wir kennen die Börse, ich bin seit 30 Jahren dabei. Wenn alle in einem Raum sind, dann ist dieser Raum verdammt voll. Das ist die Situation, die wir haben. Und es erinnert mich und viele Kollegen an das, was wir Ende der 90er Jahre erlebt haben. Viele junge Anleger kennen das nicht mehr, aber es war die gleichen Argumente, die gleiche Situation, wie wir sie am Ende in der letzten finalen Phase des neuen Marktes gesehen haben. Und auch da kam plötzlich der Einbruch, völlig überraschend, ohne genauen Auslöser, plötzlich war er da. Und ich kann mir durchaus vorstellen,
Wir haben auch jetzt wieder 2021 beide Welten. Wir haben alle Argumente für eine Hosse, für Inflationierung und sonst was. Und aus irgendeinem Grund plötzlich zwischendurch passiert genau das Gegenteil und das Ding bricht in sich zusammen. Beides möglich, auf beides müssen wir uns einstellen. Das waren jetzt viele Aspekte. Lassen Sie mich hier und da nochmal nachfragen. Also Sie sagen, dass es trotz Impfstoff keine Rückkehr zu einem normalen Leben gibt. Wobei, wenn keiner mehr krank wird, dann brauchen wir doch auch keine Abstandsregeln mehr und so weiter. Na, die Argumentation ist relativ logisch. Erstens haben wir bisher noch überhaupt keinen Nachweis, dass man nicht trotzdem ansteckend sein kann, auch wenn man geimpft ist. Wie lange der Impfstoff hält, dann heißt es, dass dieser Impfstoff vielleicht nur Monate, vielleicht ein Jahr hält. Was ist denn, wo weiß man denn, wann wer gerade seinen Impfstatus verliert? Wir haben die Mutationen. Das Grippevirus mutiert jedes Jahr. Wir haben jedes Jahr eine neue Grippewelle. Wir haben jedes Jahr neue Grippeimpfstoff, der auch benötigt wird, um diese Impfung wieder, diese Grippewelle zu überstehen. Das bedeutet, dass wenn das Coronavirus mutiert und im nächsten Jahr eine Mutation unterwegs ist, ja, dann muss ja dieser Impfstoff erstmal wieder in alle 7 Milliarden Menschen verbracht werden. In der Zwischenzeit, ja, sind die ja wieder gefährlich. Das heißt, wenn wir sagen, wir müssen mit dem Coronavirus als solchem, als neue Spezie leben, die sich auch permanent mutiert, wie im Grippevirus auch, dann heißt es, wir werden permanent neue Impfstoffe brauchen und in der Zwischenzeit, bis der auf alle verteilt ist, sind alle potenziell gefährlich. Also werden wir die Situation einer potenziellen, permanenten Gefahrensituation, die von allen ausgeht, permanent haben. Und deshalb werden wir auf diese Maßnahmen, die wir bisher getroffen haben, in ganz, ganz vielen Bereichen nicht mehr verzichten. Es wird Gesundheitspass geben, in der permanent der aktuelle Impfstatus dokumentiert wird. Wer gerade frisch geimpft ist, der darf, wer noch nicht, der darf noch nicht. Der ist vielleicht im Moment. Also das wird eine sehr spannende Zeit. Da ist vieles noch unklar, da ist vieles noch in der Entwicklung. Aber aus meiner Sicht alles schon sehr absehbar. Dann zu den Börsen. Da hatten Sie gesagt, dass es sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen kann. Aber ist die lockere Geldpolitik der Notenbank und der Nullzins kein Garant dafür, dass immer mehr Geld in Aktien fließt, weil es keine Alternative gibt und es damit auch an den Börsen weiter aufwärts geht? Bei den Zinsen sind wir erstmal gar nicht so sicher. Das heißt zwar nicht, dass die Notenbanken die Zinsen anheben, das bedeutet aber nicht zwingend, dass die Märkte nicht die Zinsen anheben. Wir sehen gerade aktuell in den USA, sind die Zinsen für die 10-jährigen Staatsanleihen deutlich angestiegen, für die 10-jährigen Gelder angestiegen, weil man jetzt eine höhere Inflationserwartung hat. Und dann fordert man auch am Markt höhere Renditen, wenn die Inflationserwartung hochgeht, unabhängig davon, was die Notenbanken machen. Also das kann durchaus auch eine Notenbank aushebeln. Nicht in großem Maße, aber es kann passieren. Und das ist dann durchaus gefährlich für Aktienmärkte, wenn die Zinsen ansteigen. Also dazu kommt, dass natürlich auch Unternehmen ein Grundrisiko haben. Die müssen immer noch Geld verdienen. Unternehmen, die pleite gehen, bringen ja auch nichts weiter. Und diese Verwerfung, die wir jetzt an den realen Märkten sehen oder auch perspektivisch sehen, noch ist ja vieles nicht bekannt, was an Verwerfungen stattgefunden hat. Wer alles diese Krise nicht überleben wird, welche Mittelständler pleite gehen, welche Immobilien dadurch nicht bezahlt werden können, welche Banken in Schwierigkeiten geraten. Die Europäische Zentralbank warnt massiv vor Bankenpleiten in Europa. Also der Aufwasch von der Krise, in der wir noch immer mittendrin stecken, wir sind ja nicht am Ende der Krise, wir haben den vollen Lockdown, also wir sind noch mittendrin und der ist auch noch nicht aufgehoben, das ist noch längst nicht geklärt. Von daher kann es jeden Moment zu einer Entwicklung kommen, die die Börsen auch einbrechen lässt. Wir haben es ja auch im Februar gesehen, als es so massiv runterkam. Ja, da waren ja auch die Argumente die gleichen. Es gab ja immer noch die billigen Notenbankgelder. Die waren ja nicht eingefroren. Oder wir haben es in 2018 gesehen, als die Märkte plötzlich mal für 2 Monate massiv unter Druck kamen. Ja, aber das billige Notenbankgeld war ja immer noch da. Also die Notenbanken, die kann man lange Zeit als Argument verwenden, aber sie gelten eben nicht immer. Und von daher sehr, sehr gespannt, was passiert, gerade wenn alles besonders rosig aussieht, dann ist das der Moment, wo die Börse am liebsten sagt, so und jetzt mal das Gegenteil.